September 2001. Nach den Terroranschlägen in den Vereinigten Staaten blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Von der Öffentlichkeit unbemerkt schufen amerikanische Politiker eine neue, geheimnisvolle Parallelwelt. Präsident Bush sagte uns am Abend dieses 11. September im Weißen Haus, ihr habt alles, was ihr braucht. Und das stimmte, denn als wir im Kongress ankamen, meinten sie nur, sagt uns, was ihr braucht. Es war ein Blankoscheck. US-Präsident George W. Bush war fest entschlossen, den Verantwortlichen der Terroranschläge den Kampf anzusagen. Der Präsident wandte sich zu mir und sagte, mach, dass so etwas nie wieder passiert. Für uns gab es kein Ende der Welt, an das wir nicht gegangen wären. Nichts, worum wir nicht gebeten hätten und niemanden, mit dem wir nicht kooperiert hätten. Das Motto dieser neuen Politik hieß Top Secret, streng geheim. Wir müssen uns auch die dunklen Seiten ansehen im Schatten der Geheimdienste. In den ersten Tagen wurde die Geschichte für das kommende Jahrzehnt geschrieben. Streng geheim natürlich. Die Öffentlichkeit und die Medien erfuhren gar nichts. Wir brauchten Jahre, um dahinter zu kommen. 10 Jahre lang berichtete Pulitzer-Preisträgerin Dana Priest über verdeckte Militär- und Geheimdienstoperationen. Vieles, was getan werden muss, hat ohne Diskussion zu erfolgen und über Quellen, die über unsere Geheimdienste zugänglich sind. Zu Beginn sahen wir ein bisschen von dieser Welt und wir sammelten Stück für Stück. Es ist für uns überlebenswichtig, alle Mittel auszuschöpfen. Es dauerte Jahre, bis wir mehr herausfanden und dann waren wir schockiert. Erste Hinweise auf konspirative Vorgänge abseits der Öffentlichkeit bekam Dana Priest auf einer Kongressanhörung. Ich denke, die Amerikaner wollen mir ins Gesicht sehen, wenn ich spreche. Und ich möchte den Amerikanern in die Augen sehen. Mein Name ist Kofor Black. Kofor Black erstellte ein Konzept für den neuen Kampf gegen den Terror. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass es ein vor dem 11. September gab und ein danach. Jetzt aber ziehen wir die Samthandschuhe aus. Auf weitere Details warteten Journalisten vergeblich. Sie wollten keine Information nach außen dringen lassen. Ich denke, sie wollten alles geheim halten, weil sie Dinge taten, die die Amerikaner nicht gut geheißen hätten. Und sie wollten das so lange wie möglich praktizieren, ohne dass jemand dahinter kam. Der Plan für den geheimen Krieg nahm hier in der CIA unmittelbar nach den Anschlägen seinen Ausgang. Die Reaktion bei uns und unter den Führungskräften war relativ einfach. Angst und Entschlossenheit. Wir haben gegen diese Typen gekämpft, doch an diesem Tag hatten sie einen Riesenerfolg. Es war eine große Niederlage für uns. In der Vergangenheit hat unsere Abwehr standgehalten. Doch unsere Pläne, die wir vor dem 11. September erarbeitet hatten, wurden an diesem Tag fällig. Er war sehr aggressiv. Er sah seinem Handeln keine Grenzen gesetzt. Einmal sprach er davon, Bin Ladens Kopf auf einem Teller zu bringen, mit Fliegen in den Augen. Nach dem 11. September war es Kofor, der lautstark meinte, okay, das war eine Tragödie, aber jetzt machen wir ernst. Wir werden Al-Qaida vernichten und Bin Laden töten. Diesen Krieg gewinnen wir. In dieser Nacht wurde ein Einsatzplan präzisiert. Kofor und seine Leute fassten die nächsten Schritte im Kampf gegen Al-Qaida zusammen. Sie würden nach Afghanistan gehen. Sie waren diejenigen, die diesen Vorschlag als erste dem Weißen Haus präsentierten.
Wenn alle anderen noch nach Landkarten von Afghanistan suchen, rühren wir dort bereits um. Wir mussten nur die Bürokratie abwarten. Kofor Black unterbreitete seinen Vorschlag persönlich Präsident Bush. Die CIA hatte ihre Hausaufgaben in Bezug auf Al-Qaida bereits besser erledigt als alle anderen Abteilungen der US-Regierung. Sie legten nun einen Zeitplan vor, inwieweit die CIA die Vorhut der US-Regierung im Kampf gegen Al-Qaida sein könnte. Die CIA nannte ihre Offensive Greystone. They had a matrix. In diesem Vorschlag, den sie dem Weißen Haus unterbreiteten, stand, in diese Länder müssen wir gehen, um Bin Laden und sein Terrornetzwerk zu zerstören, um ihn zu fassen und zu töten, ihn und seine Unterstützer. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld fand den geplanten Einsatz alter CIA-Methoden höchst unerfreulich. Die CIA war dem Militär um Schrittlängen voraus. Das ärgerte Rumsfeld gewaltig. Zu diesem Zeitpunkt jedoch konnten Rumsfelds Generäle keine eigenen Ideen anbieten. Wir hatten keinen Plan. Um ehrlich zu sein, wir hatten Einsatzpläne für andere Regionen, aber keinen für Afghanistan. Rumsfeld tobte, konnte es jedoch nicht verhindern. Binnen einer Woche gab Präsident Bush der CIA die Vollmacht für Operation Greystone. Es war ein sehr umfangreicher Bescheid und sehr allgemein formuliert. Sie sollten losziehen und die bösen Männer fassen, sie stören, verhören, töten. Die CIA erhielt ein übergreifendes Mandat. Nie zuvor habe ich eine so weitreichende Vollmacht eines Präsidenten mit so aggressivem Aufgabenbereich gesehen. Es war außergewöhnlich. Nach dem 11. September sollten wir nicht zimperlich sein. Wir sollten arbeiten und tun, was nötig war, egal wie schwierig oder lästig es war. Wir sollten an alle Informationen gelangen, die wir brauchten, um das amerikanische Volk zu beschützen. Mit Operation Greystone waren die Grundregeln für einen neuen Krieg beschlossen. Das setzte das größte Geheimoperationsprogramm seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges in Bewegung. Und viele Leute behaupten, dass es dieses sogar übertrifft. In einer Nanosekunde verließen wir den Boden, auf dem wir festgesessen hatten, wie ein Kettenhund. Früher konnten wir bellen, aber nicht handeln. Nun waren wir eine neue Behörde mit neuen Einsatzregeln und neuen Mitteln. Das war ein gänzlich neues Spiel. Innerhalb von 2 Wochen begann Operation Greystone in Afghanistan. Mein Team, 7 Offiziere inklusive mir selbst und 3 Besatzungsmitglieder, flogen am 26. September los. Als ich mit der Geldverteilung begann, $200.000 hier, $250.000 da, waren die Afghanen überzeugt, dass es uns ernst ist. Die Aktion war nach klassischer CIA-Manier geplant, als mehrgleisiger Drohangriff mit lokaler Unterstützung, ein Minimum an amerikanischer Präsenz. Die CIA-Agenten in Afghanistan waren seit dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal wieder in Kampfhandlungen involviert. Sie erledigten die Dinge so wie vor 60 Jahren. Für das Militär war das ein Schock. Die CIA ging geradewegs in den Kampf und schloss sich der Nordallianz an. Es war wirklich bemerkenswert, wie viel sie mit so wenig Bodenpersonal erreichten. Es dauerte nicht lang, bis die Taliban fielen. Die CIA feierte ihren ersten Sieg. Wir wollten, dass die Überlebenden des 11. September wissen, dass das für uns eine glorreiche Stunde ist. Wir wollten die Taliban in den Arsch treten und genau das haben wir getan. Keine 2 Monate hatte es bis zum Sturz der afghanischen Taliban-Regierung gedauert. Erstmals bezeichnete die US-Regierung ihren Einsatz als Krieg gegen den Terror und fand enthusiastische Worte für den schnellen Triumph. Mr. Speaker, the President of the United States. Terroristen, die einst Afghanistan besetzten, besetzen jetzt Zellen in Guantanamo.
Heute Abend heißen wir den interimistischen Führer des befreiten Afghanistan willkommen, Hamid Karzai. Chairman Hamid Karzai. Der Sieg in Afghanistan kam so schnell, doch der Ball rollte weiter, im Geheimen. Und im Großen und Ganzen tut er das, streng geheim, immer noch. Nicht nur in Afghanistan, in mehr als einem Dutzend Ländern kämpften Agenten einen globalen geheimen Krieg. George Tenet rief mich eines Morgens an und sagte, wir haben unser Ziel gefunden. Ich antwortete, okay, ich gehe in den UAV-Raum. Der UAV-Raum war die Schaltzentrale unbemannter Fluggeräte. Im Jemen sollte eine Drohne einen Angriff auf einen verdächtigen SUV fliegen. Ich lehne mich zurück, schaue auf die Wand und spreche mit George Tenet. Er sagt, in diesem SUV sitzt Ali, und ich sage, okay, gut, er schießt ihn. Sie schossen. Es war eine ziemlich gewaltige Explosion. In einem SUV hat man wenig Überlebenschancen. Wir wussten, dass alle Insassen tot waren. An attack in Yemen this week killed a top Al-Qaida leader. The US government called the attack highly successful. Die CIA griff einen bewaffneten Feind in einem Auto mitten in der Wüste an. Mit einer Waffe, von der wir nicht wussten, dass sie sie überhaupt besaß. Und in einer Art und Weise, die wir nie zuvor gesehen hatten. Es ist nur Krieg. Es ist nichts anderes, als wenn man in einem Geschäft ein paar Eier kauft. Man muss es tun. Das waren die Männer, die mehr als 3000 Menschen in den Twin Towers und fast 200 Personen im Pentagon ermordet hatten. Es war leicht. Es warf so viele Fragen auf. War das ein Mordanschlag? Unter welchen Regeln operierten sie? Und hat der Geheimdienstdirektor nun eine Lizenz zum Töten im Stil von James Bond? Tausende Menschen wurden in diesen Kriegstagen in Afghanistan gefangen genommen. Einige der meistgesuchten Terroristen verschwanden jedoch. Ich weiß von Militärs, die am Boden operierten, dass nicht alle in das militärische Strafprogramm überführt wurden. Wohin kamen sie und was geschah mit ihnen? Um an gewünschte Informationen zu gelangen, waren die USA nicht zimperlich. Jemand benutzte den Begriff Stress- und Nötigungstechniken. Das klingt nicht nach militärischen Regeln. Die US-Administration bezeichnete die neuen Methoden lieber als verbesserte Verhörtechniken. Verbesserte Verhörtechniken waren für jemanden gedacht, der vermeintliche Informationen über mögliche weitere Anschläge auf unser Heimatland hatte. Sie konnten vieles machen, was als Folter bezeichnet wird. Waterboarding zum Beispiel. Egal wie man es definiert, es bleibt Folter. Das Justizministerium billigte 7 verbesserte Verhörtechniken und eine davon war Waterboarding. Khalid Sheikh Mohammed, der vermutliche Chefplaner der Anschläge vom 11. September, wurde 183 Mal dieser Verhörmethode unterzogen. Prominente Häftlinge wie er blieben oft jahrelang verschollen. In einem undurchdringlichen Netz geheimer CIA-Gefängnisse, bekannt als Schwarze Stätten. Während der Recherche nach diesen schwarzen Städten fand ich mehr als 2 Dutzend Gefängnisse auf der ganzen Welt verstreut. Geführt, bezahlt und organisiert von der CIA, aber in Zusammenarbeit mit anderen Ländern. John Rizzo, der Leiter der CIA-Rechtsabteilung, half bei der Genehmigung der Gefängnisse. Ein Gefängnissystem zu entwerfen, war in meiner 25-jährigen Karriere sicher einzigartig. Es war wichtig, diese Personen in absoluter Einzelhaft zu halten, mit Zugang zu so wenigen Menschen wie möglich.
Das führte schnell zu dem Entschluss, dass diese streng geheimen Anlagen im Ausland eingerichtet werden mussten. Von der Öffentlichkeit unbemerkt installierten die USA ein mysteriöses internationales Gefängnisgeflecht. Der Grad an Geheimhaltung ist phänomenal. Der Wunsch und der Wille der Regierung, im Verborgenen zu operieren und der Öffentlichkeit und den Medien die Basisinformationen über ihre Aktivitäten vorzuenthalten, ließ uns immer tiefer in den Sumpf einer Geheimregierung sinken. Schnell entwickelten die konspirativen Aktivitäten eine Eigendynamik. 2002 lancierte Verteidigungsminister Donald Rumsfeld im Pentagon seine eigene Geheimkampagne. Die CIA hatte weiterhin die Nase vorn. Das ärgerte Rumsfeld immens. Er schrieb Memos wie: Das kann nicht so bleiben, wir müssen eigene Kapazitäten gründen. Terror kann man nur durch Angriff abwehren. Man muss den Kampf einfach führen. Wie macht man das? Nicht mit konventionellen Methoden, sondern mit unkonventionellen. Rumsfeld war so etwas wie ein Empire-Erbauer. In seinem Einflussbereich häufte er so viel Macht wie möglich an. Diskret baute Rumsfeld eine geheime Pentagon-Einheit aus, den Joint Special Operations Command, JSOC. Sie verfügten über ein Potenzial, das im Pentagon nie zuvor existiert hatte und was bis dahin dem Pentagon auch als nicht angemessen gegolten hatte. Rumsfeld nutzte die undurchdringlichen Tiefen der Pentagon-Bürokratie und stattete den JSOC mit Macht und Geld aus. Einer der Gründe, warum Minister Rumsfeld so begeistert von diesen Sondereinsatzkräften war, war deren Bereitschaft, jederzeit zu tun, was von ihnen verlangt wurde, egal wo. In der Vergangenheit wurden verdeckte Ermittlungen von der CIA ausgeführt. Der Präsident musste sie genehmigen und den Kongress informieren. Nun wurden dieselben Aktivitäten vom JSOC erledigt. Allerdings wurden sie nicht als Geheimoperationen bezeichnet, sondern als Militäreinsätze. Sie benötigten keine Genehmigung des Präsidenten und die Nachrichtendienste mussten nicht benachrichtigt werden. Schon bald machte ein neues Gerücht die Runde. Rumsfeld benötige den JSOC für einen Krieg gegen den Irak. Man konnte personelle Veränderungen bei den US-Militäreinheiten in Afghanistan beobachten. Die Green Berets, das 5. Sondereinsatzkommando, wurde herausgezogen, nachgerüstet und für den Irak vorbereitet. Und es war klar, dass die Wahl auf genau jene Soldaten fiel, die für ganz spezielle Einsätze ausgebildet waren. Im Frühjahr 2002 stand für uns fest, dass es einen Krieg gegen den Irak geben wird. Das Einzige, was US-Präsident Bush noch fehlte, war ein glaubhafter Grund für einen Angriff. Die CIA verfügte über keine Beweise, dass Saddam Hussein die Al-Qaida unterstützt hatte. Nur Donald Rumsfeld wollte von angeblichen Verstrickungen informiert sein. Sie brauchten eine Abteilung für jene Geheimdienstarbeit, die die CIA nicht erledigte. Rumsfeld meinte, er könnte das Problem lösen und gründete das Amt für Spezialpläne. Von nun an machten sie ihre Analysen selbst. Sie wollten zeigen, was die CIA alles über die wahre Verbindung zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida verabsäumt hatte. In einem eigens dafür bereitgestellten Raum im Pentagon hatten sie Zugriff zu allen Quellen und Geheimdienstinformationen. Ich loggte mich in unser geheimes System ein, um herauszufinden, was wir über Terrorgruppen wussten.
über ihre Beziehungen und ihren Umgang nicht nur mit Al-Qaida, sondern auch mit staatlichen Unterstützern. Ohne Gegencheck landeten die Ergebnisse direkt bei US-Vizepräsident Dick Cheney. Und dieses Material wurde dann in einer Art Weißbuchmanier verwendet, Journalisten zugespielt oder benutzt, um Verbindungen zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida zu schaffen. Und nicht nur den Amerikanern, sondern der ganzen Welt präsentiert. Neue Informationen sind ans Tageslicht gekommen und wir haben uns diese Beziehung zwischen dem Irak und Al-Qaida eine Zeit lang angesehen. In diesem Zusammenhang wurde ein neuer Verdacht formuliert. Der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen. Wir wollen keinen neuen Atompilz. Saddam Hussein noch ein paar Monate oder Jahre im Besitz von Massenvernichtungswaffen zu lassen, ist keine Option. Nicht nach dem 11. September. Rapid series of 40 explosions lit up Baghdad in the early morning hours. Military officials have been using the term shock and awe to describe the assault on Iraq. Im Frühjahr 2003 griffen die USA den Irak an. Geschickt und schnell hatten Rumsfelds JSOC-Teams den Weg in den Irak geebnet. Der Krieg schien anfangs besser zu funktionieren als die althergebrachten CIA-Methoden. Nach den Erfolgen im Ausland eröffnete die US-Administration nun auch eine Front im Inland. US-Präsident Bush rief zum Kampf, zum Schutz des Heimatlandes. Wir wurden gefragt, ob es noch irgendetwas gibt, womit wir unser Heimatland schützen können. Die NSA, die Nationale Sicherheitsbehörde, war der größte Militärnachrichtendienst der USA. Wir kamen zuerst mit dem Vizepräsidenten und dann mit dem Präsidenten ins Gespräch und machten ihm einige Vorschläge, die wir aber nicht umsetzen konnten, da wir keine Befugnis hatten. Das war der Grundstein für die Entwicklung des Terrorüberwachungsprogramms. Das Terrorüberwachungsprogramm autorisierte die NSA, Telefongespräche und E-Mails amerikanischer Bürger ohne richterliche Anordnung zu überwachen. Es war sicher atypisch für die grundsätzlichen Befugnisse der NSA in Bezug auf Kommunikationsmittel. Das war neu. Niemand war in der Stimmung zu sagen, Moment einmal, verstößt das gegen die Privatsphäre? In der Frage Privatsphäre oder ein weiterer 11. September war die Antwort vollkommen eindeutig. In ihrem Hauptquartier in Maryland konzentrierte sich die Nationale Sicherheitsbehörde nun auf die Verhinderung des nächsten Terrorangriffs. Ich informierte die NSA-Mitarbeiter über unsere neue Mission. Es war klar, dass sie der Terrorismusbekämpfung diente. Ich sagte, wir gehen nun in die Offensive und wir werden ein integraler Bestandteil dieser Offensive. Eine globale elektronische Ringfahndung, die alle amerikanischen Kommunikationsnetzwerke mit einschloss, wurde entwickelt. Mit 1,7 Milliarden Aufzeichnungen pro Tag. Die NSA ist ein riesiger Staubsauger, der die ganze Welt umspannt. Er saugt Informationen aus Computernetzwerken, Radios, Telefongesprächen weltweit. So viel Information kann kein Mensch täglich überprüfen. Es ist eine große Herausforderung, aus diesem riesigen Datenvolumen Informationen herauszufiltern. Es ist weniger die Nadel im Heuhaufen als die Nadel in einem Nadelkissen. Um die richtige Nadel zu finden, wurde Personal benötigt. So viel und so schnell wie möglich. Die NSA entwickelte sich zu einer neuen Macht in diesem Geheimkrieg. Mit zahlreichen privaten Subunternehmern. Es gab diesen Boom auch bei anderen Nachrichtendiensten. Firmen wie Khaki, Lockheed Martin, General Dynamics, all diese altmodischen, traditionsreichen Industriebetriebe waren plötzlich im Nachrichtendienst und Informationssektor tätig. Unter Michael Hayden floss ein Milliarden-Dollar-Budget der Nationalen Sicherheitsbehörde an mehr als 480 Privatunternehmer.
Ich machte es bei der NSA, George bei der CIA. Wir alle machten es. Wir gingen hinaus und holten uns das Personal. Auf diese Weise kamen wir unendlich viel schneller weiter als mit dem regierungsinternen Personalsystem. Tausende Privatpersonen verdienten mit der Aufarbeitung der Daten mehr Geld als Staatsangestellte. In diesem Krieg waren Informationen wichtiger als Panzer und Kampfflugzeuge. Information fließt auf unterschiedlichen Wegen und wird von Maschinen analysiert. Wie viel Geld die NSA in den Jahren nach dem 11. September ausgab, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der US-Regierung. Das Gesamtbudget der Behörde bleibt ebenso ein Staatsgeheimnis wie ihr exakter Aufgabenbereich. Hast du dir dieses Gebäude schon einmal auf einem Satellitenbild angesehen? Es ist gigantisch. Es stehen 700 bis 800 Autos auf dem Parkplatz. Ich bin nicht sicher, was es ist, aber es ist eine staatliche Organisation, die nirgendwo aufscheint. Sie residiert angeblich in einer Pizzeria. Das sieht aus wie eine Scheinadresse. Ich muss persönlich hingehen und nachsehen, oder du gehst. Dana Priest und William Arkin identifizierten Gebäude für Gebäude und Firma für Firma. In dieser Welt, die sie fortan Amerika streng geheim nannten. Das Verteidigungsstrategieauswertungsamt, die Verteidigungsprogrammunterstützungsorganisation, die asymmetrische Kriegsgruppe, Projekt 7116, CIA, FBI, NSA und alle anderen Behörden. Ich brauchte mehr als ein Jahr, um einen Katalog mit allen staatlichen Instanzen und weltweiten Kooperationsbetrieben zu erstellen. Sie stellten fest, dass sie die einzigen waren, die detaillierte Informationen sammelten. Keine Behörde konnte Angaben überprüfen oder Auskünfte erteilen. Persönlich suchten sie hunderte unauffällige, inoffizielle, geheim gehaltene Orte auf, versteckt in Parks und zwischen Regierungsbehörden. In Gebäuden wie diesen werden Drohnenangriffe beschlossen, Geheimdienstinformationen ausgetauscht, der Cyberkonflikt ausgetragen. Hier drinnen sind Titan, CSC, General Dynamics. Das sind die Megaunternehmen, die Giganten der Weltindustrie. Der Wachdienst ist hier, wo die Autos auschecken. Schau weg. Vielleicht solltest du die Kamera wegstecken. Man weiß nie, wer dich beobachtet. In den Redaktionsräumen der Washington Post fassten Dana Priest und ihr Team alle Recherchergebnisse zusammen. Mein ganzes Leben lang werde ich die Welt nicht mehr so sehen wie zuvor. Diese Gebäude sind vielleicht nur 4 Stockwerke hoch, aber sie haben 10 unterirdische Geschosse. Da unten existiert eine eigene Welt mit Geschäften, Restaurants, von denen man überhaupt nichts ahnt. Das ist nur für sie. Amerika streng geheim. Eine Parallelwelt, wie wir sie bisher nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Wir markierten die Punkte auf der Landkarte und fanden eine neue Geografie der USA. Eine unauffällige Geografie, die sehr mächtig ist, die entscheidet, wie sich dieses Land schützt. Kein Bürger ahnt etwas davon, nicht einmal, wenn es sich an seiner Hintertür befindet. Es gibt keine Zentrale. Gäbe es eine solche, hätte sie die Fläche eines ganzen Bundesstaats wie Columbia. Sie verstreuten alles, damit es in das Gefüge von Washington passt. Und hinauf Richtung Baltimore sieht es aus wie eine Geschäftszone. Eine gewaltige neue Bürokratie, die man nicht sehen kann. Huge new bureaucracy. That you can't really see. There's more fierce fighting between US forces and the Shiite militia. 2004 war ein schlechtes Jahr im Krieg gegen den Irak. Mehr als 1000 US-Soldaten waren bereits getötet worden. Number
American troops killed is now over 1,000. Reports of border attacks in Baghdad. Several others were wounded. Rumsfelds Kampftruppen waren nicht in der Lage, den wachsenden Aufruhr einzudämmen. Es gab nicht genügend Truppen und noch schlimmer, sie waren umzingelt und wussten nicht, was sie dagegen tun sollten. Und sie hatten noch keine Hinweise auf Massenvernichtungswaffen. Zu Beginn des Krieges schien es ziemlich klar, dass wir keine bedeutenden Waffenlager finden würden. Wir standen vor leeren Regalen. David Kay hatte den Auftrag, Massenvernichtungswaffen ausfindig zu machen. Schon von Anfang an sagte ich, dass sich die Dinge nicht so entwickeln werden, wie sie es gerne gesehen hätten. Es ging um spezifische Dinge. Wir sprachen von Aluminiumrohren und über das Atomprogramm im Allgemeinen oder das biologische Waffenprogramm. Acht Monate lang suchte David Kay vergeblich. Dann kam er zu einem simplen Schluss. Die Politik hatte das Waffenarsenal des Irak überschätzt. Es war einer der verhängnisvollsten Geheimdienstfehler der jüngeren US-Geschichte. Die Glaubwürdigkeit der USA war stark angekratzt. Ich glaube, die Nachrichtendienste haben verstanden. Wenn das amerikanische Volk die Botschaft, die ich zu überbringen hatte, verstanden hat, dann musste es zu gravierenden Veränderungen innerhalb der amerikanischen Geheimdienstarbeit kommen. Denn das war wirklich unverzeihlich. CIA-Direktor George Tenet wurde für die Blamage verantwortlich gemacht. Die Forderung wurde laut, der CIA die Aufsicht über die nationalen Nachrichtendienste zu entziehen. Oder hatte sie unter Druck jene Antworten geliefert, die der US-Administration als Rechtfertigung für den Krieg dienen konnten? Die Untersuchungskommission für den 11. September schlug einen nationalen Nachrichtendienstdirektor vor, der sicherstellen sollte, dass die verschiedenen Agenturen ihre Informationen teilten, dass sich ihre Tätigkeiten nicht überschnitten, dass sie ordentlich zusammenarbeiteten und dass ein leistungsfähiges System daraus wurde. George W. Bush leitete die Frage an den Kongress weiter. Der Kongress genehmigte die Position innerhalb kürzester Zeit. Es gab kaum Diskussions- oder Nachdenkbedarf. Während im Kongress das Genehmigungsverfahren lief, schlugen die Geheimdienste zurück. Allen voran Donald Rumsfeld. Der Verteidigungsminister war nicht wirklich an einem Machtverlust interessiert. Er wollte die direkte Hoheit über die Nachrichtendienste behalten. Er setzte sich massiv dafür ein, seine Machtbefugnis nicht zu verlieren. Die Macht des nationalen Nachrichtendienstdirektors wurde Tag für Tag für Tag bis zur Bedeutungslosigkeit beschnitten. Der erste Kandidat für den neu geschaffenen Posten war John Negroponte. Ich bekam einen Anruf von Stabschef Andrew Card, der mich fragte, ob ich der Erste sein wollte. Ich hatte keine Ahnung, wie der Kongress diese Position definiert hatte, nichts dergleichen. Als Erstes habe ich mir also das Gesetz heruntergeladen, alle 200 Seiten, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen. Um die 80 Milliarden Dollar schwere Maschinerie zu führen, wurden John Negroponte lediglich ein paar Mitarbeiter und winzige Räumlichkeiten in einem alten Bürogebäude bereitgestellt. Das eigentliche Büro existierte nicht. Es gab nicht einmal jemanden, der das Telefon abgehoben hätte. Ich erinnere mich, wie der Verteidigungsminister in Begleitung eines Staatssekretärs kichernd einen Blick hereinwarf. Es war komisch, wenn sich das kleine Team um den kleinen Tisch versammelte. Das war unser nationales Sicherheitsteam. Wir tapezierten die Wände mit Einpackpapier und versuchten, eine Organisationsstruktur zu erarbeiten. Und dann versuchten wir, sie umzusetzen. Schon bald realisierte John Negroponte, dass seine Möglichkeiten äußerst begrenzt waren. Es fehlte einiges, zum Beispiel die Personalhoheit. Mit mehr budgetierten Dienststellen wäre es sicher besser gegangen als mit dem, was ich letztlich zur Verfügung hatte.
Wenn man versucht, Behörden unter einer übergeordneten Organisation zusammenzufassen, benötigt man die Kontrolle über die Organisationsstruktur und auch die Mittel zu deren Umsetzung. Vieles davon existiert bei diesem Posten nicht. Es gibt nur einen Kaiser ohne Kleider. Zwei Jahre lang versuchte sich John Negroponte als nationaler Nachrichtendienstdirektor, dann warf er das Handtuch. Sechs Jahre nach seiner Gründung hatte das Amt weitere vier Direktoren verschlissen. Wir haben der Behörde Verantwortung übertragen und große Erwartungen in sie gesetzt. Meiner Ansicht nach haben wir ihr nicht genügend Macht über die Nachrichtendienste übertragen, um an die Vorteile zu gelangen, die wir uns erhofft hatten. Obwohl die neue Regierungsstelle weder Macht noch einen realisierbaren Aufgabenbereich hatte, unterschied sie wenig von anderen geheimen US-Behörden. Sie wuchs. Im alten Bürogebäude begannen 11 Personen, doch es war zu wenig Platz, also übersiedelten sie in eine der teuersten Gegenden von Washington. Dort hatten sie gigantische 45.000 Quadratmeter und 5 Einkaufszentren übereinander. Und wenn man sich bei den Nachrichtendiensten umhört, wissen die meisten nach wie vor nicht, was sie eigentlich machen. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2009 erbte der neue US-Präsident Barack Obama einen Krieg im Irak, einen in Afghanistan und Terrordrohungen im In- und Ausland. Seine Angelobung sorgte für die aufwendigsten Sicherheitsvorkehrungen, die die USA je erlebt hatten. Eine Woche davor hatten sie einen Hinweis bekommen, dass ein somalischer Einwanderer einen Anschlag plante, um die Angelobung zu stören. Das haben sie ernst genommen. Es gab genügend Gründe, das ernst zu nehmen. Wir hatten die Verpflichtung, alles ernst zu nehmen. Die Bush-Administration unterrichtete die nationale Sicherheitsbehörde über diese Gefahr. Und es wurde angedacht, die Angelobung unter Umständen abzusagen. Ganz Amerika streng geheim war zum Schutz des neuen Präsidenten abkommandiert. Was hinter den Kulissen geschah, war phänomenal. Das war ein beispielloser virtueller Sicherheitskokon. Wir haben das Geheimdienstoperationszentrum, das taktische Operationszentrum. Wir haben Sprengstoffexperten, Massenvernichtungswaffenexperten, unser Einsatzteam. Eingesetzt wurden Luftraumüberwachungssatelliten, bewegliche Kameras. Enorm viel Videomaterial, massenweise Liveaufnahmen im Kommandoposten. Die Menschenmenge wurde ununterbrochen überwacht, alle Hotspots wurden beobachtet. Entlang des Ostufers waren Autokennzeichenscanner in Alarmbereitschaft. Scharfschützen waren überall verstreut. Die beste Technologie war im Einsatz. Überall in der Stadt registrierten Sensoren jeden Luftzug, analysierten die Inhaltsstoffe und die gesamte Information wurde in Echtzeit zu den Einsatzzentren übertragen. Alle waren im Dienst. Es war wie ein Crescendo. Die Angst stieg unermesslich. Die Telefonanrufe wurden immer mehr und mehr. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Die Spannung lag förmlich in der Luft. Nach der Angelobung gab es eine kollektive Erleichterung. So help you God, so help me God. Congratulations, Mr. President. Die Angst vor einem Anschlag stellte sich im Nachhinein als unbegründet heraus. Doch als der neue Präsident sein Amt antrat, gab es viele offene Fragen über die Zukunft von Amerika streng geheim. Während des Wahlkampfes hatte Barack Obama eine Regulierung der Geheimdienste versprochen. Barack Obama versprach ein neues Zeitalter der Transparenz. Meine Regierung wird alle Gefahren prüfen, welchen wir zu begegnen haben. Zu oft hat die Administration im Hinblick auf die Sicherheit unseres Heimatlandes Geld ausgegeben und harte Entscheidungen vermieden.
and avoid hard choices. Barack Obama las sich in die Terrorabwehrprogramme ein und forderte tägliche Gefahrenberichte. Er fängt mit den Geheimdienstberichten an. Er sieht die Substanz dahinter, die Arbeit innerhalb der Regierung. Er bekommt Berichte über Einzelpersonen. Dieser bekannte Terrorist könnte sich von hier nach dort bewegen. Dieser bekannte Terrorist wurde abgehört, als er über geplante Anschläge sprach. All das zusammen, inklusive der Sicherheitsbedenken in Bezug auf seine Angelobung, beeinflusst seine Sichtweise und die Art, wie er seine Verantwortung wahrnimmt. Es dauerte nicht lange, bis Barack Obama seine Meinung änderte. Seine Leute signalisierten uns, ich denke teilweise, um uns zu versichern, dass sie uns nicht auf der Stelle abbauen werden, dass sie hart durchgreifen werden, härter als die Bush-Leute. Niemand in der Obama-Administration sprach über das geheime Amerika. Doch der neue US-Präsident bestärkte fast alle verdeckt operierenden Organisationen. Operation Greystone und die Jagd nach Bin Laden und Al-Qaida gingen weiter. Alles, was wir nach dem 11. September unter Präsident Bush begonnen hatten, wurde fortgesetzt. Alles wurde von Obama überprüft und unterstützt. By the Obama administration. Most of the things. Fast alles, was unter Kofor Black begonnen hatte, gab es weiter. In Afghanistan und Pakistan wurden die Einsätze sogar vervielfacht. Tausende Menschen gefangen und getötet. Sie behielten alles bei, was nach dem 11. September begonnen worden war. Sie übernahmen den Drohnenkrieg der vorigen Administration. Sie erhöhten die Anzahl der tödlichen Drohnenangriffe in Afghanistan und Pakistan. Lethal drone attacks in Afghanistan and Pakistan, manyfold. Er war überzeugt, dass es legal und effektiv ist, und ehrlich gesagt war es das auch. Unter Obama fand Amerika streng geheim zu neuer Höchstform. Sie haben nichts getan, um damit zurückzufahren. Sie haben kaum etwas unternommen, um zu schauen, was funktioniert, was nicht. Brauchen wir das wirklich? Lohnt sich das in diesen wirtschaftlich harten Zeiten? Was brauchen wir nicht? Eines Tages gibt es einen Terroranschlag. Und wenn man davor das Antiterrorbudget gekürzt hat, ist die andere Partei am Zug. Sie werden dich für den Terroranschlag verantwortlich machen, weil du das Budget gekürzt hast. Das ist sehr, sehr riskant. In Obamas erstem Amtsjahr begann die bereits ohnehin aufgeblähte Abteilung für Staatssicherheit mit dem Bau eines 3,4 Milliarden Dollar teuren Hauptquartiers. Es sollte einer der monströsesten Regierungskomplexe Washingtons werden. Überall in den USA wurden Geldmittel verteilt. Milliarden Dollar flossen an Staatspolizei und lokale Sheriffs. Die Staatssicherheit möchte gerne alle örtlichen und staatlichen Justizangestellten in das FBI integrieren und sie zu Fußsoldaten ausbilden, die von der ersten Reihe aus nach möglichen Terroristen Ausschau halten. Hightech-Terrorismuszentren überschwemmten plötzlich das Land. Jeder Bundesstaat hat mindestens eines. Es gibt 74 fusionierte Zentren in den USA. Unternehmer fuhren hin, brachten riesige Flachbildfernseher, Kontrollstationen für den Mond und solche Dinge. Überwachungskameras, Biometriescanner, Autokennzeichenscanner, ein Schlaraffenland für den Heimatschutz. Wenn die Software etwas erkennt, das wie ein Autokennzeichen aussieht, verwendet sie OCR, ein Schrifterkennungsprogramm, und gleicht den Inhalt mit einer Datenbank ab. Die Hightech-Industrie profitiert. Das Interesse an einer Kosten-Nutzen-Rechnung ist denkbar gering.
Man kann die Kosten und all diesen Aufwand objektiv betrachten und sich die Frage stellen, was ohne diese Ausrüstung passiert wäre. Fast nichts. Es stimmt zwar, dass es keinen weiteren Anschlag gegeben hat, aber es stimmt nicht, dass nur diese Ausrüstung und das Personal einen solchen verhindert haben. Ein Beispiel. Zu Weihnachten 2009 bestieg ein junger Nigerianer ein Flugzeug von Amsterdam nach Detroit. Die Bombe, die er in seiner Unterwäsche trug, hatte er unbemerkt durch alle Sicherheitschecks geschleust. Er kam tatsächlich an dem Punkt vorbei, an dem das Gerät hätte auslösen müssen. Dort hätte man ihn stoppen müssen, doch es war ein technischer Defekt oder vielleicht menschliches Versagen. Umar Farouk Abdulmutallab war kein unbeschriebenes Blatt. Als Kind war er zum Training im Jemen. Sein Vater meldete der amerikanischen Botschaft, dass sein Sohn bei der Al-Qaida war. Er hielt ihn für einen möglichen Terroristen. Doch in Amerika streng geheim reagierte niemand. Die Informationen über diese Person waren unter 5000 anderen Akten begraben, die beim Antiterrorismuszentrum tagtäglich einlangen. Da sich die Namensschreibung in einem einzigen Buchstaben unterschied, reagierte das System nicht. Das Wenige, das man über ihn wusste, fügte sich nicht zu einem Gesamtbild. Google kann das. Wenn man sich bei der Google-Suche vertippt, erscheint die Frage, meinen Sie das? Trotz der Milliarden Dollar ist eine solche simple Software nicht in Verwendung. 5 Monate später verursachte der Times Square Bomber große Aufregung. People can be assured that the FBI and their partners in this process have all the tools and experience they need. Der Times Square Bomber war ein abscheulicher Einsatz. Etliche Straßenhändler meldeten der Polizei, dass es ein Problem mit einem Auto gibt. In beiden Fällen waren es nicht die Geheimdienste, sondern private Bürger. Im Flugzeug überwältigte ein privater Passagier den Attentäter. Am Times Square war es ein Verkäufer, der die Polizei informierte. Wir haben Glück, dass unsere Bürger so aufmerksam sind. So we were lucky and because we have an alert citizenry. This is an NBC News special report. The president will address the country to announce a major development, we are told by senior government officials. Im Frühjahr 2011 wurde Barack Obama in den Keller des Weißen Hauses gerufen. Zuvor hatte er eine gemeinsame Aktion von CIA und JSOC in Pakistan angeordnet. Heute Abend kann ich dem amerikanischen Volk und der Welt berichten, dass die Vereinigten Staaten Osama bin Laden, den Chef von Al-Qaida, getötet haben. Fast ein Jahrzehnt nach seiner Gründung und unter einem US-Präsidenten, der Transparenz und Kontrolle versprochen hatte, konnte das konspirative Amerika wieder einen Erfolg vermelden. Wir alle sind froh, dass Bin Laden letztlich erwischt wurde, aber beteiligt waren nur eine Handvoll Leute. Nicht dieser aufgeblasene zigtausend Mitarbeiter große Apparat, den wir dafür aufgebaut haben. Nur ein paar hochqualifizierte Geheimdienstmitarbeiter. Die haben ihn gefunden. Keiner von diesen Subunternehmen, keine gigantische Agentur und kein gigantisches Zentrum. Bis heute führt eine Armee von Rekruten abseits der Öffentlichkeit diesen geheimen Krieg weiter. Fast 1 Million Menschen leben in dieser Schattenwelt. Früher waren es weitaus weniger. Der Personalstand des geheimen Amerika übersteigt den der offiziellen US-Armee. Es gibt eine wachsende Anzahl von Personen, die einer Beschäftigung nachgehen, von der wir keine Ahnung haben. Die Welt wird größer hinter dieser schwarzen Wand.